haben einen Text aus Psalm 13, der soll einfach nur als Grundlage dienen, der aber uns zeigt, es ist so, es erleben Menschen seit Jahrtausenden, dass gefühlt die Gebete unbeantwortet bleiben. Ob es wirklich so ist, das erfahren wir dann. Aber ich lese diese Passage aus Psalm 13, die Verse 1 bis 6. Das ist ein Lied von David. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen und soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt. Und sie jubeln über meinen Sturz. Und dann sagt er, doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Und mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Es ist schön zu beobachten, dass sich die Reihen langsam füllen. Wenigstens mir scheint das so. Es sind mehr hier als das letzte Mal. Ich habe gerade mit einem Paar gesprochen. Die sind heute das erste Mal hier. Wir beglückwünschen euch nach so langer Abstinenz vom Gottesdienst, dass ihr heute, ihr habt gesagt, ihr seid jedes Mal über das Livestream verbunden gewesen. Aber es ist schön, wenn man dann doch mal wieder hier ist, oder? Und Menschen begegnet. Das macht doch Gemeinde aus und es ist eine gewisse Zeit in Ordnung, dass man seinen Kaffee trinken kann, während man den Gottesdienst verfolgt und noch mal zur Toilette gehen kann und was man alles. Und man kann vielleicht mit dem Nachthemd auch im Schlafanzug rumsitzen, aber es ist doch ein anderer Sonntag, oder nicht? Findet ihr nicht? Wenn man wieder hier zusammen ist. Auch wenn es ein bisschen warm ist und vielleicht hätten wir es zu Hause ein bisschen gemütlicher, aber die Sitze sind hier gut und es ist auf Durchzug gestellt. Ich denke, wir werden nicht umkommen. Wir werden das alle gut überstehen und auch gesegnet nach Hause gehen. Ich denke, im Blick auf im Blick auf das Thema der Predigt, unbeantwortete Gebete, kann ich sicherlich davon ausgehen, dass viele von euch, die hier sind, zum Gottesdienst kommen, schon erlebt haben, dass Gott auf ihre Gebete geantwortet hat. Wer hat das schon mal erlebt, dass Gott auf sein Gebet geantwortet hat? Manchmal ganz deutlich, ja, und manchmal versteckt. Oder manchmal erst im Rückblick. Geht es euch auch so? Aber dann erlebt man auch die Phasen, und da bin ich keine Ausnahme, wo ich sage, es sind eine Reihe von Gebete, die stehen in meinem Tagebuch oder sonst irgendwie, aber da scheint noch etwas zu fehlen. Auf sie hat Gott noch nicht deutlich geantwortet. Wer hat auch solche Gebete im Tagebuch oder im Kopf, auf die Gott noch nicht geantwortet hat? Das sind sicherlich auch eine ganze Reihe. Aber meine Güte, was ist das? Warum ist das so? Ich würde gerne heute mit euch der Frage nachgehen, mit den Fragen, wie gehen wir mit den frustrierenden Erfahrungen um, unerhörter Gebete und wie könnten wir so beten lernen, dass wir häufiger erfahren, dass unsere Gebete erhört werden. Wäre doch schön für uns alle. Wir würden doch gerne häufiger etwas auch berichten können und was wir so in unseren Kreisen Zeugnis geben, nennen, dass Gott auf unsere Gebete geantwortet hat. Ich denke, das wünscht sich jeder von uns. Wenn wir die Bibel nach möglichen Gründen für unbeantwortete Gebete sorgfältig befragen, wird uns auffallen, dass es in der Bibel nicht einen Grund gibt und nicht zwei, sondern eine Vielzahl von Gründen, die in der Bibel genannt werden für unbeantwortete Gebete. Ich habe in meinem Studium beim Nachsehen, bin ich auf insgesamt 12 unterschiedliche Gründe gekommen.
Nun könnte ich darüber heute sprechen und dann wären wir heute Nachmittag noch zugange. Ich habe aus den möglichen Gründen einmal heute für euch, für mich und euch drei Gründe herausgegriffen, die ich einmal ansprechen möchte. Also wie gesagt, nur eine Auswahl. Ein erstes Hindernis für unbeantwortete Gebete: Fehlverhalten. Ich denke, es leuchtet uns allen ein, dass Fehlverhalten oder auch wirkliche Sünden, die wir festhalten, dazu führen können, dass Gott unsere Gebete nicht beantworten kann. Warum nicht? Nun, wir würden einfach denken, ist alles in Ordnung, das geht jetzt so weiter. Wir wären unkorrigiert. Es hat mal jemand gesagt, Gott redet nie lauter, als wenn er schweigt. Oder Gott antwortet durch den Propheten Jesaja im Alten Testament auf die Frage der Israeliten, warum Gott auf ihre Gebete nicht hört, in folgender Weise: Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie eine Mauer, sagt der Prophet, steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört nicht. Wie gesagt, Gott redet manchmal oft nie lauter, als wenn er schweigt. So kann man das nennen. Es sind Versuche, uns zu korrigieren, uns zum Nachdenken zu bringen über uns selber, über unsere Geschichte. Wir würden einfach nicht darüber nachdenken, wir würden einfach weitergehen, bis wir irgendwo ins Verderben rennen. Eine kurze Bemerkung auch noch zum Verhalten in Ehe und Familie. Erstaunlich habe ich gefunden, dass die Bibel unbeantwortete Gebete auch mit einem falschen Verhalten in der Ehe und in Beziehungen in Verbindung setzt. So zum Beispiel, wenn im 1. Petrus 3 die Männer ermahnt werden, aber nicht nur die Männer, sorgfältiger auf ihren Ehepartner zu achten und sorgsam mit dem Ehepartner umzugehen, die Beziehung zu pflegen. Da heißt das, aber jetzt für die Männer angesprochen, aber auch, es gilt auch für die Frauen: Ihr Männer müsst euch entsprechend dem vorher zu den Frauen gesagten verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Achtet und ehrt sie, denn Gott schenkt ihnen das ewige Leben genauso wie euch. Handelt so, damit nichts der Erhörung eurer Gebete im Wege steht. Also Störungen in einer Beziehung können Gebete verhindern, kurz und knapp gesagt. Und es gibt manchmal auch so Paare, ich habe ein weiteres Bild, wenn das eingeblendet wird, was das veranschaulicht. Es gibt auch manchmal bei Paaren, die fromm sind, die leben völlig nebeneinander her. Jeder ist für sich fromm, nicht schlecht. Aber eine Beziehung meint doch mehr, dass man eine Einheit immer wird, wenn es möglich wird. Manche Paare tun sich damit schwer, das weiß ich. Und ich habe oft gesagt, in der Eheberatung, manchmal ist es leichter, Sex zu haben, als gemeinsam zu beten. Das eine ist schon schwer und schwierig, manchmal mit Komplikationen verbunden, und das andere auch. Weil im Englischen gibt es das Sprichwort, a family who prays together stays together. Eine Familie, die zusammen betet, die bleibt zusammen. Und deshalb geht der Angriff der Finsternis oftmals auch auf diese Beziehung, diese geistliche Beziehung von Partnern, weil man natürlich auch in der Frömmigkeit merkt, wie unterschiedlich man ist. Ich habe das an einem Paar erlebt, da kam er aus einem traditionellen baptistischen Elternhaus und sie aus der charismatischen Szene. Die konnten nicht zusammenfinden zum Gebet. Das war so, die waren so unterschiedlich und sind so unterschiedlich, das gibt es gar nicht. Das passt nicht, das ist schwer auch in einer Ehe, wenn man so charakterlich und von der Frömmigkeitsstil her unterschiedlich ist. Aber
es ist trotzdem das Anliegen Gottes, dass wir, dass die Betten zusammenrücken, ja, wie um mit Bild zu sprechen, dass man miteinander liest und miteinander betet, damit, wie das in der Bibel heißt, unsere Gebete nicht behindert werden und die Hörung unserer Gebete. Irgendwie macht das Sinn. Gott ist ein Liebhaber des Lebens und der Ehe. Und er möchte, dass Ehe gelingt. Das zweite Hindernis, mangelndes Vertrauen. In der Bibel wird im Jakobusbrief Kapitel 1 von dem Apostel Jakobus darauf hingewiesen, dass du für erhörliches Beten ein vertrauender Glaube nötig ist. Also nicht einfach nur Glaube, sondern so eine tiefe andere Haltung. Er sagt im Kapitel 1, Vers 5, wenn aber einer von euch nicht weiß, was er in einem bestimmten Fall tun muss, soll er um Weisheit bitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt gerne und teilt allen großzügig aus. Großzügig. Hört sich gut an. Großzügig. Ist das wirklich so? Er muss aber im festen Vertrauen bitten und darf nicht im geringsten zweifeln, sagt Jakobus. Wer Zweifel gleicht den Meereswogen, die vom Wind hin und her getrieben werden. Solch ein Mensch kann nicht erwarten, dass er vom Herrn etwas empfängt. Vertrauender Glaube. Ein Evangelist, den ich gut kennengelernt habe mit Namen Karl-Heinz Gromberg, hat immer den Satz immer wiederholt und er hat sich bei mir auch festgesetzt. Er sagte einmal und hat damit seine Erfahrungen, eine lebenslange Erfahrung mit Gott auf den Satz gebracht: Gott ist gut, wer es glaubt, dem beweist er's. Gott ist gut, wer es glaubt, dem beweist er's. Was erwarte ich? Ich muss so sagen, mein Vater war ein ganz liebevolle Person, aber er war ein bisschen knickrig. Die Mutter hatte auch das Geld bei uns zu Hause. Der Vater hat sich auch immer das Taschengeld dann geholt, wenn er zum Friseur ging. Das war damals so in Arbeiterfamilien. Mein Vater war im ersten Beruf Bergmann, war da so üblich. Aber er war selber, hatte nie so viel und er war immer kleinig. Die Mutter war großzügig. Die hat auch am Schluss gesagt, sie wollte alles vererben mit warmer Hand, wie sie sagte. Aber manchmal spielt sich ein Paar auch gegenseitig aus. Der eine ist der Großzügige, spielt die Rolle und der andere ist der Knickrige, ja. Und der eine wird immer großzügiger, der andere wird immer knickriger. Also mein Vater war etwas, fand ich, etwas knickrig. Und ich hatte gemerkt, das machte etwas mit mir. Wenn ich gebetet habe, ich hätte mir eine Muttergottheit aussuchen müssen, die gerne gab. Vielleicht hätte ich zu Maria beten müssen, das ist nicht im Ernst. Aber ich wusste, wenn ich zu Gott dem Vater gebeten habe, der gab nicht gerne. Er war nicht direkt klein, aber er war so knickrig. Und ich hatte zu Anfang in meinem Leben, immer in meinem christlichen Leben, so immer so doch ein Bild auch von Gott. Nicht als jemand, der großzügig gibt und gerne gibt, sondern dem man so etwas abringen und abbetteln muss. Wenn ich mal das Auto haben wollte, als ich Führerschein hatte, musste ich immer die Mutter einschalten. Und ich kann die Katholiken verstehen, dass sie manchmal lieber zu Maria gehen als zu Jesus selber. Ja? Man geht dann lieber zur Mutter, weil die hat ein weiches Herz und die vertritt einen dann. Also, Punkt. Ihr wisst, worauf das rausläuft. Gott ist gut, wer es glaubt, dem beweist er es. Gott gibt gerne großzügig. Habe ich dieses Bild oder das Bild eines knickrigen Gottes, der kleinlich ist, den ich weich beten muss? Der expressionistische Künstler Ernst Barlach
hat in einer gewissen Zeit seines Schaffens eine Reihe von Figuren geschaffen, die bekannt sind unter dem Begriff Bettlergestalten. Hat jemand von euch die schon mal gesehen, die von Ernst Barlach, die expressionistische Gestalten? Diese Gestalten, die Plastiken, haben mir geholfen, noch etwas über das Gebet zu verstehen. Und ich will mal wenigstens eine Auswahl davon, vier, zeigen. Entschuldigung. Kannst du mal schalten? Man kann so beten, ja. Was ist das für ein Gebet? Was assoziiert ihr mit diesem Bild? Ist da Leidenschaft? Ist da Erwartung? Was? Der glaubt nicht, die glaubt nicht wirklich, dass da was kommt. Die Schale hängt schief, gell? Guckt auch nicht wirklich. Aber könnt ihr es alle sehen? Oder bin ich im Weg? Nächstes Bild. Könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen so beten? Also mich hat dieses Bild an jemanden erinnert aus unserer Gemeinde, den ich über längere Zeit begleitet habe, eine jüngere Frau. Wenn sie anfing zu beten, wurde sie immer ganz leise und wurde weinerlich, so wie so ein Kleinkind. Ich dachte mir, was ist das denn? Welche Vorstellung von Gott ist da, wo ich mich so klein und erbärmlich machen muss, weil ich weiß, ich muss sein Herz erweichen, ja? Da ist niemand, der gerne gibt. Schrecklich, oder? Ich habe mir immer gedacht, so für mich im Stillen, liebe Frau, steh doch mal auf, begreif, dass du eine geliebte Tochter Gottes bist. Dass Gott möchte, dass du ihm in die Augen blickst. Und sagst, dass er sagt zu dir, ich bin stolz auf dich. Ich habe Segnungen für dich. Guck doch nicht, verkrümm dich nicht in dir selber. Erwarte doch was. Das ist keine Erwartung drin, ja? Oder? Das nächste Bild. Das ist auch nicht schöner. Woran erinnert euch das? Was würdet ihr assoziieren mit diesem Bild? Ich muss zur Seite. Woran erinnert euch das oder assoziiert ihr damit? Es ist gar kein Blick zu einem Geber hin. Ja? Und die Hände sind auch ziemlich tief. Auch keine Schale. Da kann jemand nicht empfangen. Ja, wie soll der oder die etwas empfangen? Ja. Und das, was man bekäme, würde einem aus der Hand fallen. Entgleiten. Nächstes Bild. Welche Stimmung drückt dieses Bild aus? Lauter? Guckt jemand auf? Zum Geber, erwartungsvoll. Die Haltung drückt das aus, oder? Ich werde doch bestimmt was bekommen. Das kann gar nicht anders sein. Wäre doch komisch, wenn das anders wäre. Also ich muss sagen, diese Figur gefällt mir am besten. Und vermutlich gefällt eine solche Haltung Gott am besten. Würde ich mal annehmen. Oder seht ihr es anders? Das wird so sein. Es trägt freudige Erwartungen und Gewissheit, erhört zu werden aus, diese Figur. Ein drittes und letztes Hindernis zum Gebet, mangelnde Beharrlichkeit.
Im Jakobusbrief werden wir darauf hingewiesen, dass Beharrlichkeit, Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit für erhörte Gebete Voraussetzung sind. Das Beispiel des Elia wird erwähnt. Da sagt Jakobus: Viel vermag das beharrliche Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir, sagte er. Er betete inständig, es nicht regnen zu lassen. Da fiel 3,5 Jahre kein Tropfen Wasser auf das Land. Dann betete er noch einmal. Da schenkte der Regen, der Himmel Regen, und die Erde brachte auch wieder ihre Früchte hervor. Es scheint mir so, dass als sei Elia das Modell gewesen, auch das Vorbild für den Apostel Jakobus, von dem der Jakobusbrief stammt. Die frühkirchliche Überlieferung berichtet davon, dass dieser Apostel Jakobus, ein Bruder Jesu, Knie hatte wie die Knie eines Kamels vom Knien und Beten. Er ist in der Geschichte bekannt als der Beter und Fürbitter. Der hatte wirklich Ahnung und Erfahrung mit dem Gebet. Der wusste, wie es geht. Und Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit scheinen ganz, ganz wichtig zu sein für erhörliches Beten. Von Jesus ist überliefert die Geschichte von der bittenden Witwe. Die haben wir vielleicht, die Bibelleser haben das schon mal gelesen, oder wir haben eine Predigt darüber gehört. Das heißt, das mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, dass sie immer beten und darin auch bei scheinbar ausbleibender Erhörung auf keinen Fall nachlassen sollten. Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit, zwei ganz wichtige Elemente. Ich will dafür zwei Gründe nennen, warum das so ist. Einmal einen Grund, den ich den psychologischen Grund nenne. Beten verändert nicht nur Gott und die Absichten Gottes, sondern echte Gebete verändern den Beter selber. Und zwar, wenn wir wirklich uns in ein Gebet wirklich reingeben. Ich weiß nicht, ob es den Bibellesern unter uns schon aufgefallen ist, dass Jesus mal sagt, im Blick auf das Gebet: Euer Vater, der in das Verborgene sieht, der wird euch vergelten öffentlich. Für mich ist daraus folgende Erklärung, habe ich für mich abgeleitet. Gott hört nicht so sehr auf das, was wir sagen, sondern auf das, was wir sind und was wir tun. Auf die Ernsthaftigkeit, auch mit der wir hinter einem Gebet stehen. Ihr wisst das alle, und das ist bei mir auch so. Ich habe schon manches gebetet, und wie euer Pastor es gesagt hat, wir haben uns am Schluss gefreut, wenn Gott die nicht erhört hat. Manche Gebete haben wir auch, manche Bitten ausgesprochen, und nachmittags hatten wir die schon wieder vergessen. Echte Gebete, auf die Gott antwortet, die werden von uns selber ernst genommen. Und die verändern uns. Verändern auch uns in der Haltung zu den Menschen, für die wir beten. Mein Kollege Heiner Christian Rustin aus Braunschweig, der hat ein kleines Büchlein zum Thema Gebet geschrieben und mit dem Titel Beten 7 Gründe, warum ich es tue. Und da erzählt er aus seinem Leben Folgendes. Als ich jung verheiratet war, entdeckte ich an meiner Frau nicht nur viele Vorzüge, sondern auch manches, was mich mächtig störte. Ich kann das nicht verstehen. Ich kenne seine Frau, ist eine nette Frau. Aber so ist es manchmal, wie man drauf blickt. Ich dachte, sie müsste sich doch in jenen Punkten unbedingt ändern. Und so nahm ich diese Anliegen in meine Fürbitte, ganz fromm. Ich betete etwa nach dem folgenden Motto: Herr, meine Frau hat folgende Defizite, unter denen ich leide. Bitte verändere sie. Manche Frauen beten so, auch im Blick auf ihre Männer. Je mehr ich mich in dieses Gebet hineinsteigerte, umso weniger Liebe war in mir.
Könnt ihr es nachvollziehen? Echte, tiefe Liebe, Fürbitte ist in einer Liebe zum anderen begründet und nicht in der Unzufriedenheit mit ihm. Das ist einzusehen. Ich hatte diese Lektion, schreibt er, zu lernen. Als ich dann um mehr Liebe zu meiner Frau betete, mehr Verständnis vielleicht auch, da lösten sich die Dinge wie von selbst. Das hört sich jetzt ein bisschen glatt an. Das dauert manchmal länger. Und Heiner Russ fügt da noch in Klammern den Satz an, übrigens hatte ich mich zu ändern und nicht so sehr sie. Ich denke, die Schlussfolgerung aus dem, beharrliches Gebet soll und kann uns als Gebeter verändern. Es muss jetzt etwas mit uns passieren, dass wir auch fähig werden, die Erhörung unserer Gebete zu empfangen. Und vielleicht kann es sein, dass es uns auch etwas beim Beten einfällt, was es Gott leichter macht, unsere Gebete zu erhören. Oder? Gott hat es ja manchmal richtig schwer, unsere Gebete zu erhören. Und vor allem dann, wenn es noch ganz schnell gehen soll. Gott ist nicht von der schnellen Truppe. Ich habe manchmal in Gesprächen mit Singles erlebt, die immer sich bei mir beklagt haben, Gott hat auf mein Gebet nicht geantwortet und ich habe immer noch nicht die richtige Partnerin. Wir haben dann mal eine Zeit lang in unserer Gemeinde eine Hochzeit nach der anderen erlebt. Dann habe ich so ein paar Singles dabei gehabt, die sagten, ich kann das nicht mehr ertragen. Es ist einfach nur schrecklich, das Glück anderer Menschen zu sehen und selber hat Gott noch nie auf meine Gebete gehört. Ich habe dann manchmal oder meistens nachgefragt, sag mal, lass uns mal darüber nachdenken, wofür du wirklich betest und was wirklich zu dir passen würde. Ob du dich nicht vergreifst, ob du nicht falsche Vorstellungen hast und falsche Erwartungen. Und ich habe auch beobachtet, als sich die Erwartungen änderten und dieses Bild, zu wem passe ich und wer passt zu mir überhaupt, dann habe ich oftmals erlebt, dann durfte ich auch in der Trauung assistieren. Du mit dabei. Hatte gar nicht so lange gedauert. Aber die Betreffenden mussten erst für die Erhörung ihrer Gebete bereit werden auch. So viel zum persönlichen, psychologischen Grund, dass manche Gebete einfach ihre Zeit brauchen und nicht so einfach erhört werden. Noch ein anderer, zweiter Grund, den ich den atmosphärischen Grund nennen würde. Viele von euch haben, wer hat schon mal im Buch Daniel gelesen, im Alten Testament? Es hatte mir heute jemand nach dem ersten Gottesdienst gesagt, ich habe gerade heute Morgen den Text gelesen, über den du nachher gesprochen hast in der Predigt. Im Buch Daniel, Kapitel 10, wird uns über die Verzögerung einer Gebetserhörung berichtet. Und zwar in folgender Weise. Ein Engel sagt dazu Daniel, Gott liebt dich, Daniel, steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt, schon am ersten Tag, als du ernstlich zu beten begonnen hast, hat Gott dein Gebet erhört und mich zu dir geschickt. Und seitdem bin ich auch unterwegs zu dir. Aber der Engelfürst des Perserreiches hat sich mir in den Weg gestellt und mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich mich dort losmachen könnte. Und jetzt bin ich hier. Ich habe mir überlegt, warum hat Gott uns diese Geschichte in der Bibel überliefert? Muss doch einen Grund haben. Sicherlich möchte Gott uns einen Hinweis darauf geben, dass wir in der unsichtbaren Welt und dort, wo es um Gebet geht, nicht einfach nur mit Gott und den guten Engeln zu tun haben, sondern auch mit Fürsten und Gewalten und Mächten, die unser Leben behindern wollen oder unser Leben zerstören wollen.
und nicht wollen, dass unser Leben im Sinne Gottes abläuft. Jeder von euch, der schon mal versucht hat, sicherlich einige unter uns, regelmäßig zum Gebet zu kommen, wissen, wie das manches Mal ein Kampf ist, oder? Wo dieses und jenes und noch was anderes dazwischen kommt, was uns immer wieder verhindern will, dass wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen können und uns erfrischen können, auch im Gebet. Kennt ihr das? Ein Kollege erzählte mir, dass er bei einem Hausbesuch Folgendes erlebte. Er war an der Tür und klingelte. Dann ging die Tür auf und ein Gemeindemitglied, eine Frau, guckte ihn ganz entsetzt an, bleich, und sagte: Was ist los? Habe ich Sie erschreckt? Er sagte: Es ist so komisch. Ich habe heute Morgen immer wieder versucht, zum Gebet zu kommen, ins Gespräch mit Gott. Dann war die Zeitung, dann war ein Anruf, dann war immer irgendetwas. Und jetzt habe ich gerade die Losung gelesen und wollte anfangen zu beten, da hat es geklingelt. Dann habe ich gesagt: Herr Jesus, nun steht der Teufel wieder vor meiner Tür. Aber jetzt sind Sie es, es tut mir leid, sagt er. Wir können ja zusammen gleich die Andacht machen und gleich das, was Sie eigentlich wollten. Aber so ist das, diese Hindernisse, die manchmal sind, so im ganz gewöhnlichen Bereich des Gebetes, aber erstaunlicherweise auch das berichtet wird in der Bibel, es können Störungen sein des Gebetes von Gott zu uns. Dass finstere Mächte nicht daran interessiert sind, dass diese Gebete bei uns ankommen. Das ist aber ein komischer Gedanke, oder? Oder sich verzögern. Komisch. Aber ich denke, Gott hat das uns in der Bibel so überliefert, in dieser Geschichte, damit wir das auf jeden Fall im Kalkül haben. Dass wir wissen: Meine Güte, halt durch, sei beharrlich, bleib dran. Gott will geben. Gott will dein Leben berühren und segnen. Es sind so viele Segnungen für dich bereit, die zu dir kommen wollen. Gib nicht auf. Es sind vielleicht viele Gebete zu Erhörungen unterwegs in der Pipe, oder wie würde man das sagen, die noch nicht durchdringen. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, die mich auch berührt hat. Mir nochmal die Ernsthaftigkeit deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, ernsthaft und ausdauernd zu beten. Da hat jemand berichtet, dass er geträumt hätte, und zwar folgenden Traum. Er ist im Himmel angekommen und wird von einem Engel durch die himmlische Stadt und die verschiedenen Bereiche geführt, alles irritierend, fremd, aber wunderschön. Und dann kommt er an einer schmucklosen Halle vorbei, sagt: Was ist denn das denn? Das passt doch gar nicht hier rein, so etwas wie eine Lagerhalle. Sagt der Engel: Ich glaube nicht, dass du das sehen willst. Oh doch, ich wäre auch interessiert. Der Engel lässt ihn rein. Er erlebt einen Raum voller Regale. Und auf den Regalen alles Pakete oder Kisten mit Bändern, roten Bändern, wie Geschenke verpackt. Und der Engel will ihn abhalten, aber er geht näher ran und guckt, da stehen auf den Kisten, Geschenkkisten, Namen. Und er guckt, ob er seinen Namen findet. Und tatsächlich findet er seinen Namen. Und der Engel will ihn abhalten, sagt: Schau nicht rein, lass es. Aber er ist neugierig, schaut rein und wacht auf, so wird dieser Traum berichtet, mit einem lauten Schrei. Denn er erkennt, in dieser Kiste, diesem Geschenk, in diesem Geschenkkiste sind all die Segnungen noch drin, die Gott für ihn gedacht hatte, die aber nicht bei ihm angekommen sind. Warum? Weil er nicht wirklich ernstlich gebetet hat und weil er nicht wirklich Gott Raum gegeben hat und gewartet hat, bis diese Dinge in sein Leben kommen konnten. Möchten wir
bis zum Himmel warten, bis wir im Himmel sind und gucken, was da alles für uns war, was nicht gekommen ist, wäre doch blöd, oder? Aber glaubt ihr, dass im Himmel viel mehr für uns vorgesehen ist, als hier bei uns ankommt? Davon bin ich überzeugt. Es könnte viel mehr bei dir und mir ankommen, als ankommt. Und es wäre doch schön, wenn mehr ankommen würde, oder?